Moin Leute, heute ist Sonntag, der 18. August. Gestern habe ich bis Mittag noch fertig Mist gestreut auf der Fläche hier. Und dann habe ich nachmittag angefangen mit Ackern. Weil jetzt habe ich noch schnell meinen Schlauch verlegt am Flug. Habe ich ja gesagt, dass ich das hier umgebaut habe, hatte ich ja gezeigt. Und seit gestern am Ackern. Ich habe jetzt hier drüben schon das 3-Hektar-Stückige gepflügt daneben. Das sieht ganz schlecht aus. Wir können ja leider mal rausgucken. Und jetzt bin also heute fertig geworden, angefangen gestern bloß, weil ich gestern noch mal weg musste. Und aber wie man sieht, aktuell ist schon wieder, heute früh war noch ein paar Tropfen Regen, das war nicht weiter am Stiebsch, aber jetzt tut es schon wieder stieben wie Sau. Vom Zustand, das ist besser wie hier drüben, aber wir halten da noch an, wir gehen gleich mal gucken. Das Umgebaute funktioniert wunderbar jetzt mit dem Ausklingen vom Bagger. Hundertprozentige Sicherheit, dass das klappt da jetzt, so wie es sein soll. Ist einmal frei. So, wir halten jetzt mal an. Plöpp. Und dann gehen wir mal eben mal hier rüber gucken. Ach, halt, Klappe. Rumgebiebe. Wie gesagt, wir können da noch mal gucken. Ich habe das jetzt. Hier war ja der Aufnahmepunkt gewesen, schon so, wo frei war, denn hier, und das klappt eigentlich ganz gut. Ich werde das dann noch mal zeigen für euch, dass wir dort noch mal drauf gucken. Und so, das hier geht eigentlich recht super. Wir haben noch mal ein paar Stellen, weiterhin sind ein paar Lehmstellen, wo es schlecht geht. Und hier sieht man mal zum Beispiel, ich denke mal, dass man das erkennt auf der Kamera, hier sind wie so zwei Spuren, diese Krümel sind, das ist eben die Fahrgasse. Das sieht man immer da. Aber so vom Zustand hier okay, wird wesentlich weicher hier. Der Boden ist so hart. Hier kommt auch noch etwas feuchte Erde raus. Was hier daneben nicht mehr war, was mir eben meine, was ich jetzt schon mal beim, wann war denn das? Wo ich hier mit dem Traktor mähen war, habe ich ja schon mal was gesagt, warum ich so weshalb ich Doppelsturz mache. Ein Grund war ja immer die Kapillaren zu zerstören im Boden, dass das Wasser nicht sinnlos verdunstet. Und sozusagen jetzt ist hier Feldgrenze, das war Wintergerste, das war Hafer. Und da ist ja, glaube ich, also jetzt grob geschätzt, genau weiß ich es nicht, aber hier sind ungefähr 4 Wochen Unterschied zum Stoppelsturz. Das heißt, auf dem Haferfeld war 4 Wochen länger, wo Wasser verdunsten könnte, war zwar ja erst nur durch den Hafer geschützt, aber. Und das ist ja, oh, das sieht man, ich denke mal, das eindeutig, also das gerne zeige ich es nicht, muss ich sagen, aber. So war halt, ist halt leider so extrem klumpig, stellenweise wie hier war so eine Stelle, da ging der Flug nie rein. Das ist so das Problem gewesen, dann du das eben ihre Schwenden und bringst den Mist da nicht rein. Und, aber das sieht man, also es bleibt mal was, wenn du einen größeren Klumpen hast, weil das eben der frische Mist hier war. Und da der ja durch eben jetzt so schnell getrocknet wurde, dass das so trocken war, liegt das so bauschig offen und bringst es schlecht rein. Aber trotzdem vom Unterschied wesentlich besser hier als wie da und eben vom Zustand. Wir haben eben hier harte Klumpen, hier diesen Knochen harte. Ja, das ist ziemlich hart, das Zeug. Und wenn wir eben jetzt hier direkt den Vergleich ziehen, ist es wesentlich besser. Das ist so vom riecht auch anders hier noch, weil eben hier Feuchtigkeit ist, mehr dieser Waldbodengeruch, eben der Humus da. So, dass ihr das mal gesehen habt. Ich sagte, das heute, das schaffe ich sowieso nicht fertig. Ich muss dann noch mal, in einer halben Stunde muss ich dann noch mal weg mit Strohpressen. Ach, und John Deere ist zwar noch da, aber ich stehe jetzt mit meinem Hacker, weil ich jetzt schon ganz schön viele Stunden drauf gefahren hatte in die 2,5 Tage, was ich mit dem gemacht habe. Mache ich den, ich muss den aber dann noch sauber machen, dann werde ich ihn irgendwie Montag oder Dienstag geht er wieder weg, wie ich schaffe, mit wegschaffen. Also weiter vorne werde ich nicht mehr mit dem. Aber wenn ich schaffe, mache ich irgendwie heute Abend oder morgen vielleicht noch, aber das weiß ich ja nicht, noch nicht versprechen, nochmal eben eine kurze Traktorvorstellung aufnehmen, und das weiß ich noch nicht, wie ich das unterbringe. So, wie gesagt, das funktioniert super. Da rutscht dann eben, jetzt hängt er drin, da muss er eigentlich rutschen, fast immer da rein und dann klappt das so mit rausfahren und wieder mit dem Bolzen runterlassen. Ich tue dann irgendwie nochmal kurz die Kamera an die Scheibe machen, dass ihr das mal seht, wie es funktioniert. Also bis später erstmal.
Montag, der 19. August. Bin noch immer am Flügen. Ist schon ein Stück bis dort drüber. Das, was ja so hell ist, das habe ich heute schon gemacht. Wir hatten die Nacht 10 mm Regen, deswegen dort hinten, da ist dort hinten so ein bisschen dunkler. Ist mal gut gewesen, Regen, gerade für die Zwischenfrucht, jetzt noch die gesät ist, eben, dass sie noch ein bisschen Wasser zum Keimen kriegt, dass das noch ein bisschen besser vorangeht. Und, aber ihr seht, stellenweise ein bisschen feuchter, stellenweise kommt es aber trocken raus. Wie gesagt, also das ist vielleicht hier die oberste Schicht so weit rein, die 10 mm. Und, aber naja, es ist ja nicht schlimm, dass wenn man gleich die nasse Erde reinbringt in den Boden, dass die gleich versteckt ist, dass sie nicht so gar so austrocknet. Die oberste nasse Schicht wieder erstmal gut von Raps schon mal. Für Säen eben, dass wenn ein bisschen Feuchtigkeit da ist, und vom Unterschied gestern habt ihr ja gesehen, das stiebte wie Sau. Heute geht's. Wenn wir hier nochmal immer drüber wischen, dass wir ein bisschen was mehr sehen, das ist besser. Und das mit dem Packer fangen, das klappt halt auch wieder ein bisschen besser, weil das eben, wenn das so hart ist und der Flug am Anfang nicht gleich ordentlich reinzieht, dann habt ihr es ja gesehen, dann passiert es mal, dass man ihn eben den nicht trifft. Aber heute eine K-Inches Mar bis jetzt gehabt. Bei der ganzen Rede, dass der Packer nicht gefangen wurde, also das klappt wesentlich besser, weil das eben jetzt oben, oh, wenn es bloß ein bisschen ist, dort oben schon anfängt besser reinzuziehen durch die Feuchtigkeit. Genau, ich denke mal, heute wird es ein ziemlicher Tag rum sein mit Flügen hier. Und schon die habe ich ja auch noch da, die muss ich heute noch irgendwie waschen und dann wird heute zum späten Nachmittag oder morgen früh noch irgendwie schnell wegschaffen. Dort habe ich jetzt glaube 25 Stunden drauf gefahren, das reicht dann auch, weil ich einen Teil bezahlen muss der Stunden. Deswegen, und wie gesagt, wenn ich heute noch Nachmittag noch ein bisschen luftig und das Waschen schaffe, und dann will ich eventuell heute Nachmittag vielleicht noch mal das aufnehmen. Das werde ja dann sehen, ob ich schon raus ist oder nicht, die Traktorenvorstellung. Aber ich bin bemüht, das noch irgendwie reinzuprügeln mit, und dann theoretisch morgen geht es mit dem Rapsen los. Ich muss morgen bloß noch die Drillmaschine umbauen, eine Vorgasse. Also ich habe jetzt zwei Reihen zu bei den Vorgasen, ich will ja noch eine dritte, weil wir mit dem 410er dann jetzt streuen wollen, der hat die Reifen ein bisschen breiter. Die Hülsen sind, habe ich ja bestellt gehabt, die sind da, die muss ich heute vorder heute noch ab, und dann irgendwie morgen früh kommt mein Händler, eigentlich war alles gemacht, das noch holen, deswegen muss ich mal gucken, wie ich das alles unter den Hut bringe, aber so sieht es erstmal aus. Ja, so vom Flügen auf dem Flugbild her super. Gleichmäßig, ich brauche jetzt nicht mehr nachstellen oder so, hier drüben hatte ich schon immer stellen müssen, nochmal, dass es überhaupt Teilwege wird und so. Das passt alles erstmal. Machen wir so, bis später erstmal. Dienstag, der 20. August. Bin jetzt aktuell am Rapsen. Die habe ich schon gesät, da bin ich jetzt dabei. Also das muss noch gemacht werden. Gestern habe ich noch bis halb vier war ich hier mit Ackern beschäftigt, und danach bin ich heim, habe noch schnell ein John Deere gewaschen und den weggeschafft, dass der wieder zurückkommt. Und wie gesagt, jetzt heute früh war erst mein Deutzhändler noch da. Der hat mir, wir haben ja die Drillmaschine noch umgebaut auf die Vorgasse für den Akku plus 410. Jetzt ist jetzt auch ein 3 Reihen zugemacht statt 2, wie es erst war. Dann Saatgut füllen und Drillmaschine abdrehen, und na, da war es halb 11, wo ich draußen war auf dem Feld. Und ich weiß nicht, ich denke mal aber, dass man das erkennt. Das hatte ich ja Sonntag geackert und das Montag, und wir hatten ja von Sonntag zu Montag die 10 Liter Regen, deswegen sieht das so ein bisschen anders aus. Und der Unterschied ist, wenn wir jetzt selbst mal hintergucken auf das, was gestern geackert ist, und wir kommen da vorne drüber, das ist eben, weil hier habe ich also doch die nasse Oberschicht eingedreht, und hier war ja trocken oben wie unten so gut wie, und hier hat es oben drauf geregnet. Da bin ich auch mal gespannt, wie es dann mit dem Auflaufen aussieht, ob das sich einen Unterschied bemerkbar macht oder nicht. Da warte ich mal, also bin ich gespannt drauf selber, wie das ist, weil so den Fall habe ich glaube so direkt noch nie gehabt. Zumindest nicht bewusst die letzten Jahre. Weil im normalen Jahr ist das ja nicht so schlimm, sag ich mal, wenn genug Bodenfeuchte da ist. Wie gesagt, wir fahren jetzt hier, und da sieht man auch, glaube, dass es hier nasser ist wie da. Aber hier ist eben die nasse Erde weiter drin. Kann nur sein, dass das doch nicht läuft besser auf, weil ich dort von unten mehr Feuchtigkeit habe. Das werden wir mal sehen. Die Sache beobachten.
gesät habe ich jetzt schon 7,1 Hektar. Und ist auch jetzt hier auf dem Frostregen halt deutlich weniger Stabentwicklung. Deutlich weniger. Das Saatbett sieht eigentlich super aus. Das ist ja jetzt so wie es gepflügt ist. Säge ich rein. Der Vorder hat, also der Vorder hat gestern noch Dünger gestreut, PK. Deswegen sind die Sporen hier da. Und der Vorder hat heute Vormittag die Gesundheit, was die Ausackerforschung, wie ich den Keilausgang hat, da drüben gekuppert mit dem Schwerkuppert, mit dem Lempen. Die Ahnewände und was die 3 Hektar Hafer waren, weil es dort ja extrem klumpig war. Selbst aber wie hier, was schon mal gestern sagte, die Vorgasse, wo die Klumpen sind. Ja. Macht das super kleine, die Pöttinger. Arbeitet super, das klappt wunderbar. Rapst du mir die Sorte Arabella sehen, das ist eine Liniensorte. Und ich habe 3,3 Kilo pro Hektar ausgerechnet, weil ich 50 Körner pro Quadratmeter jetzt aussehe. Das ist so, ich glaube 1000 Körner Gewicht war ein bisschen was, knapp über 6,08 Kilo oder so waren das, glaube ich. Und die Keimfähigkeit vom Saatgut liegt bei 94%. Wie gesagt, hier auf dem, das habe ich ja ohne Ahnewand gestern noch geackert, dann zum Schluss. Da kommt ja der Unterschied. Aber das passt so, weil wieder Saatbett super, echt zufriedenstellend für das Jahr, muss ich sagen. Selbst in einem normalen Jahr besser bringst du es nie hin. Mit minimalen Aufwand. Doch wir fahren jetzt hier gerade die Spur. Ihr könnt dahinter gucken. Müssen wir mal vorgucken. So, seht ihr das? Das klappt wunderbar. Es sind ein paar Klümpchen mehr, aber wir reden ja hier über Klümpchen und nicht über große Klümpchen. Ja, das passt. Wie gesagt, dadurch ist das geregnet. Aber selbst das, wo es nicht geregnet hat, ist dort auch die Klümpchen super klein gegangen, wo die die Vorgasse eben war sehr zufriedenstellend, muss ich sagen, wenn ich das so drüben auch so annähernd hinbringe, was die Haferstücke ist, dann bin ich echt zufrieden. Ja, wenn man eben so ein bisschen Silo-Mist hat, das kommt mal vor, dass das eben nicht ans Eingang wird, aber wenn man eben hier so drüber guckt, ich weiß nicht, ob man das erkennt, das Hafer ist wesentlich schlechter wie vom Mist eingeagert, weil es eben nicht richtig geagert hat wie hier. Aber ich denke, dass das jetzt erstmal gewesen sein dazu. Und ich werde dann vielleicht nochmal zum Schluss anmachen, dass wir nochmal drüber gehen, die zweiten Stücken vergleichen. Machen wir so. Also bis später erstmal. So Leute, jetzt bin ich fertig mit Säen. Das Geschoss steht dort. Nee, sag ich mal, das. Was das Wintergerstenstück war, das ist super geworden vom Ergebnis. Brauchen wir nicht drüber reden. Hier am Flug und Ein- und Aussatz, weil du ja auch hier doppelt ackerst, die Sache, kommt mal was mit raus. Ist normal, aber wie gesagt, hier sieht super aus. Obwohl sie eigentlich auch schlecht geackert hat, muss ich sagen. Aber ach, hier haben wir noch Stücke Schrott gefunden. Sind was um die 12 Hektar das Stücke. Das Einzige, was mich eben überhaupt nicht zufriedenstellt jetzt an der Sache, ist das, was eben das Haferstücke war. Dort hat es ja so schlecht geackert. Dann war der Mist ja, dort ist ja frischer Mist drauf gekommen, aber das ist nicht bloß das Übel dort. Der Mist war ja auch relativ trocken wieder, weil es zu wenig geregnet hatte. Da rottet der auch schlechter. Wir gehen aber trotzdem jetzt nochmal mit hin, dass ihr das genau mal selber seht. Das ist eben so, sage ich mal, so ein Praxisbeispiel, dass eben auch nicht immer alles klappt. Und wenn man gewillt ist, leider passt das eben nicht immer. Wie gesagt, das ist nur Wintergerste. Und wenn ich aber jetzt selbst das schleppe, schon auf der Kamera. Obwohl, also hier, so Stücke hier, ist auf alle Fälle auch noch frischer Mist hingekommen. Sieht man zwar immer was, aber nicht vergleichbar. Wie gesagt, hier guckt ja immer was raus. Und hier ist ungefähr die Feldgrenze jetzt gewesen. Seht ihr, das war der Hafer gewesen, das war die Wintergerste gewesen.
Und hier sind bestimmt auch noch 5 oder 6 Streuerbräten auf die Wintergerste frischer Mist gekommen. Also selber Ausgangssituation wie auf dem Hofer, sag ich mal. Und das Ergebnis ist eben scheiße, muss ich wirklich mal so sagen. Absolute Scheiße. Das stellt mich überhaupt nicht zufrieden. Was halbwegs gut geworden ist, der Boden an sich, das ist noch relativ krümelig geworden. Ich meine, es liegen bedeutend mehr Klumpen, aber die sind relativ kleine, die Klumpen. Na, wie sagt man hier? Hofer, ab hier Wintergerste. Sieht ganz anders aus. Aber wie gesagt, die Ausgangssituation, die der Haferacker gemacht hat mit Klumpen, dafür ist das spitze. Das Einzige, was eben scheiße ist, ist, dass der Mist nicht reingegangen ist. Es sind eben dort mehrere Faktoren, die zusammengespielt haben, was eben das so ein Mistergebnis, sag ich mal, dann gezielt hat. So, hier liegt nochmal Schrott. Stecke Dachrenneisen. Kann ich euch nämlich sagen, warum. Auf das Stecke hier haben wir damals das restverbrannte Heu gestreut und ach, da habe ich schon einen Haufen Eisen gefunden mittlerweile. Die Dachbinder und Nagelplatten und solche Dachbinder, diese Nageleisenverbinder und dachte mir da mal was auf. Ne, wie gesagt, so ist jetzt der Stand. Ich habe jetzt noch 2 Hektar, wo eigentlich letzter schon mal Raps hingekommen ist, was ich im Frühjahr umgebrochen habe, das hatte ich ja mit gesagt mal. Das soll dies schon noch mal Raps werden. Dort werden wir aber mal einen neuen Weg gehen, dort werden wir mal fluglos arbeiten. Aufgrund, weil das 2 relativ trockene Standorte sind wegen Sandboden. Das haben wir jetzt eben nicht mehr angetastet. Und morgen werde ich dort mit dem Schwerkörper, mit dem Lempen, den immer tief reinlassen, um das zu lockern und dass nochmal die Sommergasche dort aufgelaufen ist, schon mal eins auf die Mütze kriegt und dann werde ich das dort reinsehen. Aber dann morgen an der Stelle mehr. Ja. Genau, ich hoffe, dass ich nicht vergessen habe, also bis morgen erstmal. Donnerstag, der 21. August jetzt. Gestern habe ich ja wie gesagt den Rapsplatz gesehen, haben uns dann am Ende nochmal gesehen. Und heute früh haben wir den Drillmaschinenkorb ausgeblasen. Mal, weil das ja gestern gar nicht gestiebend hat. Wir hatten die Nacht 11 Liter Regen, super. Besser kann es eigentlich gar nicht sein, muss ich sagen. Ist perfekt. Sozusagen angegossen der Raps. Und ich hatte ja erzählt, dass wir die 2 Stücken eventuell fluglos machen wollen. Der Vater ist jetzt aktuell dabei hier zum Kuppern, dass auf der anderen Straße das kleine Stück dort drinnen bei den Kartoffeln dort gegenüber. Das habe ich jetzt schon gesehen, das hat der Vater gekuppert gehabt. Das wird auch jetzt eben mal mit dem Lampen Smaragd hier eben mal tief durchziehen in Aquaton 105. Und ich sehe dann direkt rein aus dem Grund, wir hatten ja vorher auf dem Stück auch Raps angebaut gehabt im Herbst. Aber aufgrund der Trockenheit war das erstmal bescheiden aufgelaufen. Dann war das zweite Problem, dass im September noch extrem warm und trocken nochmal war. Und dadurch ist der Raps, der eigentlich da war, noch fast alles vertrocknet. Und da hatten wir bloß auf dem Stück, na hier unten, das ist ein bisschen feuchter wurde und alles, was oben ist, ist alles Sand. Dort war nichts geworden. Und da das ja dies schon nur auch wieder so trocken ist, also ich meine jetzt momentan ist es nicht ganz so schlimm auf dem Acker, dadurch, dass wir nur die Firma jetzt am Sonntag die 10 Liter hatten und die Nacht 11 Liter. Tut mir aber das trotzdem jetzt mal hier probieren mit fluglos zu machen. Wir haben es auch noch nie gemacht, aber aus dem Grund, um einfach das Wasser besser im Boden hier zu halten. Ja, wieso, wenn ich das gestern vielleicht hätte gerade noch geackert gehabt und gesät hätte, wäre es auch was anderes gewesen, wäre es vielleicht untergegangen, aber das wusste ich ja nur nicht, weil erst eventuell 3 Liter gemeldet worden und ich hätte es zeitlich wahrscheinlich nicht geschafft. Deswegen jetzt die Variante. Und wie gesagt, wir werden dann mal in 2 Wochen, denke ich mal, uns das mal dann gerade das Geackerte angucken, eben dort, wo es schon vor dem Ackern und nach dem Ackern geregnet hat, ob dort ein Unterschied zu sehen ist. Dann eben zwischen, alleine schon der Vergleich zwischen den Wintergerste und Wintergerste und Hofer im Vergleich. Weil das ja dort extrem schlecht war beim Ackern auf dem Hafer. Und zusätzlich werden wir uns eben dann hier die Sache auch noch mit angucken, wie es aussieht hier. Das Fluglos, gerade was eben Thema Unkrautdruck ist hier, ob wir das Ausfallgetreide bekämpft haben hier ordentlich oder nicht. Aber ich schätze mal, hier wird dann noch eine Behandlung erfolgen müssen gegen Ausfallgetreide. Aber das werden wir dann alles sehen. Ich denke mal, in 2 Wochen wird dann vielleicht was zu sehen sein. Jetzt soll es ja erstmal das Wochenende heiß werden. Jetzt hat es ja Wasser gekriegt, der Raps. Dann müsste das eigentlich mit dem Keim super klappen.
Und wie gesagt, ich schieße jetzt hier noch los, halt in knappen einen Hektar ist das, habe ich jetzt hier noch rein. Wie gesagt, der Vorder kommt hier mit dem 805 für das Kruppern, das ist für den okay Problem. Das klappt soweit ganz gut. Das passt. Ja. So, und da fängt jetzt eben hier das Vorbereiten. Das fange ich jetzt hier drüben an, deswegen macht er nochmal das Vorgewände mit. Dass ich das dann gleich, also dass er den nochmal dann kuppern muss, das Stück Vorgewände hier, wo ich jetzt fahre. Und dann werden wir mal sehen, was das Ergebnis ist. Fluglos, nicht fluglos. Aber wie gesagt, Versuch ist es wert. Ich sage, wenn der eben Ackers geht, der mehr Feuchtigkeit verloren durch die mehr Bodenbewegung, würde ich sagen. Wir probieren es mal. Wir werden es dann eben sehen, das Ergebnis. So, ich halte das jetzt erstmal noch hier den Hektar rein und dann denke ich mal, vielleicht mich melde ich heute Nachmittag nochmal. Also bis später erstmal. So Leute, Nachmittag jetzt. Wie gesagt, ich wollte mich ja nochmal melden. Ich bin eben mit dem Aquadron 660 unterwegs gewesen, habe jetzt 4 Wiesen gehauen. Zweiten Schnittner, wo wir eben später mal Heu gemacht hätten. Hier die Stelle ist eben mal, ja, hier liegt richtig Sticke. Wir haben jetzt eben die Stelle ist immer nass. Und naja, und das sage ich mal, das spiegelt hier eigentlich das eigentliche Bild wieder, was hier liegt oder was hier nicht liegt. Na, wie gesagt, hier liegen bloß ein paar Mäusehaare, sage ich mal. Vertrieben ist auch noch ein bisschen besser am Schattenrand, aber der Großteil ist. Also wie gesagt, aber der Erfahrungswert von letzten Jahr hat gezeigt, wenn das jetzt hier immer dann diesen Trockenstress hat und nicht funktioniert, also kein Wasser zu lange gekriegt hat, dann wird das auch nicht mehr. Und dann kommt das besser, wenn es eben mal abhaust und dass es dann nochmal neu wachsen kann. Das soll krummt werden, machen wir trocken. Soll ja nochmal heiß werden zum Wochenende, beim Wochenende zu 30 Grad nochmal jetzt und trocken bleiben. Deswegen, das wird nicht viel, hier 2-3 Mal wenden maximal und dann ist gut. Und ich habe heute Vormittag noch, ich war ja 10:30 glaube ich, fertig mit Säen. Da habe ich dann meinen Traktor ausgeblasen. Einen 105er habe ich oben einen groben Dreck runtergeblasen, Luftfilterkühler ausgeblasen eben. Und heute Vormittag noch gewaschen in 6160, weil der Mist dreckig war jetzt. Und was habe ich dann noch? Ach, habe ich noch abgeschmiert. Tanken. Und dann bin ich eben los. Und ich habe jetzt wieder mal halbwegs sauber. Ne? Das Problem ist jetzt, wie man das erkennt hier, fängt hier schon wieder zwischen die Steuergeräte an, hier dazwischen das Öl rauszulaufen. Ist noch nicht schlimm. Aber das ist schon zweimal gedichtet worden. Ich glaube immer im 2014 habe ich gekriegt, 2015 immer und immer letztes Jahr, also 2018. Dann fängt schon wieder an. Und da muss ich halt wahrscheinlich nochmal in die Werkstatt jetzt in Zeit nach. Muss ich mal mit meinem Deutschhändler nochmal reden, wann der Zeit hat, dass er den noch mit reinnimmt, dass das, weil sonst das wird dann von letztem Mal oder so wurde das immer schlimmer dann, bis es dann gar nicht mehr geht. Deswegen, jetzt zieht es bloß ein bisschen. Muss ich erst mal mit dem Anruf nochmal schwatzen. Ich hätte das jetzt schon gesehen, dass es eventuell anfängt, also dort anfängt zu kleben, aber da war so viel Dreck drum, da hast du das nicht gesehen, ob das, wie viel das läuft. Und ja. Das muss werden und genau, also ich denke mal, da werden wir uns wahrscheinlich morgen dann beim Wenden sehen. Heute wende ich das nicht mehr, das soll jetzt erstmal so, wie es liegt erstmal und dann morgen durchschleudern immer und da denke ich mal, werden wir uns morgen dann dort sehen. Also bis morgen erstmal. So Leute, Donnerstag, der 22. August jetzt, wie gesagt, habe ja gesagt, wir werden heute beim Wenden, wenn wir eben nochmal drüber gucken, ich denke, man sieht es deutlich hier. Hier liegt bedeutend mehr. Der Rest ist ganz schön zusammengetrocknet schon. Wir wenden jetzt einmal drüber, dass das noch mal ein bisschen durch ist. Und dann mal gucken, das dünne wäre bestimmt nicht mehr wenden, denke ich. Wo es ganz dünne liegt. Machen wir erstmal an. Geben wir noch ein bisschen Drehzahl. Ein bisschen mehr geben, weil es ja noch relativ grün ist. So, und dann machen wir einfach mal los hier. So, stellenweise, da wendet so gut wie gar nichts. Werden, wo es ein bisschen jetzt mal dicker liegt.
Ich sage, das soll ich sagen, mal so erst ein Minimum der Normalertrag im normalen Jahr. Wenn es halbwegs Wasser ist, aber das haben wir eben nicht. Ja, was will ich machen? Wie gesagt, bevor wir es umkommen lassen, lieber Halme, tun wir das eben durchwenden. Heute vorher habe ich erst noch hier einen Akkordon 105 nochmal gewaschen, aber der war immer wieder höchste Zeit. Ausgeblasen hatte ich noch gestern schon mit. Jetzt bin ich noch, wie gesagt, habe die anderen Wiesen schon gewendet. Das ist die letzte jetzt, dann ist es erst am Mittag. Und dann will ich schon hier noch abschnurren auf alle Fälle. Den Traktor. Das ist auch schon wieder Zeit dran. Ich sowieso allgemein gerne nach dem Waschen nochmal abschmieren wegen Wasser, falls irgendwo Wasser in die Loch oder was ist, eben an die Schmierstellen, dass wir das gleich ausdrücken wieder. Weil jetzt muss ich erstmal wenden fahren, dass das eben erstmal noch breit kommt, wo es dicker liegt. Großteil, wie gesagt, liegt ja nicht so viel, aber könnte mehr sein. Ist eben so, da zählt ja der Halm, bevor es umkommt, für die Möhren nochmal. Hier ist eben die Zwischenfrucht, die gesät, die habe ich ja auch gesät. Die haben wir ja erst gehäckselt und auf dem Feld liegen lassen. Da sieht man nur, dass hier mehr liegt. Ja. Also ich denke mal auch, dass jetzt die Tage kommen wird zur Zwischenfrucht, bald eigentlich gucken. Werden wir sehen, wie gesagt, hier viel liegt. Liegt hier nicht. So. Naja. Also ich mache das jetzt erstmal fertig, mal sehen, vielleicht melde ich mich heute Nachmittag mal, wenn was Wichtiges ist. Dann bis später erstmal. So Leute, Samstag der 24. August jetzt. Jetzt lasse ich mal kurz überlegen, wir haben uns zuletzt Donnerstag Vormittag gesehen zum Wenden und gestern war ich auch noch mal wenden und ich habe gestern nur schon, also vorgestern und gestern habe ich jetzt schon einen Teil von dem Lenksystem Video eben aufgenommen, was ich sagte, das ist da, das kommt aber dann, weiß ich nicht, vielleicht nächste Woche das erste Video, mal gucken, wie ich es mit der Schneiderei schaffe. Deswegen war ich nur gestern aber nichts Besonderes mehr gewesen, dann war ich noch ein bisschen was unterwegs, noch was erledigen und so. Und ich bin jetzt nochmal schnell mit euch hier das Stück euch nochmal angucken, was wir eben fluglos gesät haben jetzt, wie das aussieht. Ja. Sieht eigentlich super aus, muss ich sagen. Ausfallgetreide ist alles bekämpft, es trocknet schön, weil es eingegangen eben durch das Kruppern und Säen. Ja, der Vater hat jetzt die zwei Stücken im Vorauflauf schon behandelt gegen Unkraut. Und das andere, das große Stück, das wird dann im Nachauflauf behandelt. Wir hatten im Vorauflauf der Mittel und den Rest davon letztes Jahr. Und der Rest wird für den Vorauflauf, das Mittel war davon vorher so. Und das andere Stück wird eben im Nachauflauf behandelt. So, genau. Und bei den Kartoffeln haben wir jetzt die Woche noch das Kraut abgespritzt, dass jetzt die Schale reifen kann. Sozusagen. Und wenn die Schale gereift ist, dann ist es euch mal so Richtung. Plan ist so Richtung, was ist denn das, 6. Ja, ich glaube so Richtung 5., 6., 7. September soll es dann losgehen mit Kartoffelernte vom Plan. Wenn das Wetter mitmacht, ich denke mal schon, wie es aussieht, ist nicht viel Regen dran. Wenn es nicht gerade zum Roten regnet, ist das okay. Problem, wenn es mal vorher regnet, das ist eher noch gut, dass die Bordlumpen, die eben sind, dass die noch ein bisschen aufweichen, dass die in der Maschine dann kaputt gehen beim Roten. So, und das soll es eigentlich die Woche gewesen sein. Ich habe gestern Abend schon mal grob zusammengeschnitten und da war ich schon bei fast 27 Minuten oder so und das reicht dann auch. Deswegen bloß noch heute mal ein kurzes Schlusswort. Genau, wisst ihr erstmal Bescheid, alles klar, bis zum nächsten Mal, macht's gut.